Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich euch was zeigen möchte oder vorstellen möchte. Und da habe ich gesagt, no, warum nicht? Kann ich für später mal gebrauchen. Und ich wollte mir jetzt eigentlich auch vom Kumpel, der hat, also im Nachbarort, da war ich heute, aber den seins ist kaputt gegangen, wollte ich mir ein von Elgato für Go XLR-Anschluss, nee, XLR-Anschluss, ich bin bescheuert. Ja, und das wollte ich mir ausbauen und seine Rode. Aber bei ihm ist das hochgegangen, er hat Überspannung gehabt letztens. Ja, deswegen ist es jetzt auch oben umgestiegen auf USB erstmal. Deswegen, den möchte ich euch gerne vorstellen. Wir gucken uns den gleich an. Ich mache gleich mal in die Unboxing-Ansicht und dann gucken wir uns mal die Verarbeitung an, wie er aussieht und alle drum und dran. So, ich habe mal Tega ein bisschen beiseite geschoben, damit wir uns den Kabel, ja, ich sage den Kabel, angucken können. So, hier haben wir ihn. Ist ein gesleevter Kabel. Tega findet ihn auch interessant. Wir werden den mal auspacken, damit wir uns den mal angucken können. Na, ich finde den Pinöpelchen hier nicht. Da haben wir ihn. So, einmal. Muss ich mal aufpassen bei diesen Metallteilen, dass der Kater die sich nicht mopst. Oder dass er den Kabel interessant findet. Nein, das ist nichts für kleine, dicke Tigerchen. So, mach mal kurz weg. Weg. So. Hier haben wir den XLR-Kabel. Und der hat eine ordentliche Länge, wenn ich mir das so angucke. Muss ja nur vom Mikrofon bis zum Verstärker gehen. So, dann haben wir da einmal männlich, einmal weiblich, wie man, wenn man so schön möchte. Noch, jetzt ist das Ding weg. So. Da haben wir dann die. Ja. Das sind halt praktisch. Mal zusammen, damit wir uns das angucken können. So. Ich habe die jetzt mal beide zusammen gemacht, aber ihr macht sie ja dann praktisch ins Mischpult und so rein. So. Hier können wir dann auch wieder locker machen bei der. Hier ist es ja sowieso nur. Ja, und hier können wir dann halt. So. Ist auch hier der Knopf. Fühlt sich nach Metall an. Hier haben wir keinen. Hier ist auch, das ist Gummi so, ja. Das so ein bisschen gepolstert ist hier. Ist noch fest drinne. Das war eben locker. Ich habe es doch festgeschraubt. Gucken wir mal rein. Oh, das sieht doch solide aus. Das ist gut drinne. Und auch noch hier bis hier oben ist das Gummi. Also das sieht im ersten Augenblick sehr gut aus. Auch das lässt sich super drücken. Ja. Seht ihr das? Ja. Auch die Kontakte sehen sehr super aus. Hier genau das gleiche. Hier haben wir natürlich keinen Taster, aber hier ist so ein Taster angedeutet. Hier verankert sich das und auch hier alles gut verarbeitet. Ich habe hier sind noch keine scharfen Ecken oder Kanten. Kommt auch gut aus dem Stecker raus, muss ich sagen. Und hier haben wir einen richtig schönen, dicken, gesleeften Kabel. Schön gesleeft. Ist auch starr, also man kann den so ein bisschen bewegen, ja. Warte, ich mal zoom mal raus.
So kann man den bewegen, aber er hat so ein bisschen Eigengewicht und so. Also sieht für mich sehr gut verarbeitet aus. Leider habe ich jetzt auch nichts, um das zu testen. Wie gesagt, von meinen Kollegen, der das abgeraucht. Aber mein nächstes Mikrofon wird ja auch so eins und wahrscheinlich von Rode. Und dann halt den Elgato-Mischpult da genommen. Wo ich den Namen gerade wieder nicht weiß. Sieht doch gut aus. Also mir gefällt er. Ja. Ich werde ihn euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Ich kann das mal. Mein Tisch ist. Warte mal, was war mein Tisch? 1,50 glaube ich oder so. Ja, fast. Fast bis zum Ende. Man kann den auch wieder schön zusammen machen. Ja. Warte mal, dann muss man aber halt fixieren, weil der hier so ein bisschen aufspringt. Ja, da mache ich aber nicht ewig weit zu. Nur so ein bisschen. So. Also ich finde. Da schöne dicke Sleeve da. Also ich finde die Verarbeitung echt gut. So vom ersten hingucken. Die Sleeve da Kabel kam schnell. Weil die haben mir gesagt, die haben das jetzt bestellt. Ja. Der kann was ab. Das soll soweit dafür auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich kann jetzt natürlich nicht so viel zum Kabel sagen, aber ich denke mal, wenn man anschließt, das ist Standard, aber ich finde vom Optischen, das finde ich halt auch ganz schön schick. Ah, ganz schön fett, ey. Ich kenne ja nur die Anschlüsse vom XLR von den Bildern her, aber ich habe gedacht, die sind ein bisschen kleiner. Das ist mein erstes XLR. So, aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.